Hallo, grüße euch. Okay. Solo-Play, ganz wichtig heute. Welcome back, Commander. Denn ich will heute so ein bisschen meine Ruhe haben. Und da man das in der Gruppe manchmal nicht hat, bin ich heute mal im Solo-Play unterwegs. Ich hoffe, das ist verständlich. Das Wochenende war so menschenvoll, dass ich heute mal meine Ruhe möchte. So, All systems prepared. wunderbar. So, dann muss ich noch sagen, dass ich das spiele. Sonst weiß das ja keiner. Elita. Nicht Elun, Elita. Dangerous. Und dann nehmen wir mal ein Mining-Schiff. Das war, glaube ich, die Python bei mir. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube ja. Wegen der Aufhängung. Outfitting. Gucken wir noch mal kurz rein. Hallo, Shy Guy, grüß dich. So, dann zeig ich mal, wenn du nicht kommst. Ach, das wird schon. Pulse Wave Analyzer und Chef Launcher. Den können wir eigentlich hier lassen. Uns wird schon keiner angreifen. Schätze ich mal. So. This had better be worth it. Aha. Optional. Limpet Collector, genau. Raffinerie. Okay, und was habe ich in den Hardpoints jetzt drin? Oberflächen. Den normalen Mining Laser. Seismic Charge Launcher. Was war das? Abrasion Blaster? Das ist. Ah ja. Aber ich kann keinen Kern sprengen hiermit, sehe ich gerade. Oder? Seismic Charge Launcher. Doch, das ist das Ding. Oh, ist schon so lange her, dass ich das letzte Mal beim Mining war. Okay. Ja. Nochmal in die Settings. In die Settings kommt man mit Escape und dann muss ich im Audio einfach alles muten. Ne, alles muten ist nicht gut, weil ich dann den Response von der Station nicht mehr höre. Ship's Voice. Muted. Okay. Scheiger, wie geht's dir? Hast du einen schönen Ostermontag bisher gehabt? Und stänkerst du dem Benny schon wieder in seinem Anno-Stream? Wenn nicht, bitte weitermachen. Return to Surface. Affirmative.
Also ich glaube, ich mach Voice Attack mal aus. Das zieht richtig an der Performance. Wieder in die Options reingehen. Da muss ich mich mal im Internet belesen, warum Voice Attack so krass am OBS zieht. Landing restraints lifted. Moderate speed on exit. Landing gear retracted. Landing gear deployed. Landing gear retracted. Wo ist die Sternkarte? Ah, da. So. Gibt's denn hier einen Planetenring? Weiß gar nicht, ob man hier was abbauen kann. Das sind ja Eisdinger. Dann gehen wir vielleicht doch lieber nach Delka. Da, wo wir immer hinfliegen. Delka 7. Frameshift Drive charging. Die Sonne scheint, deinen hübschen Streamer. Die hübschen Streamer sind am Stream. Mein Kaffee ist warm, also alles tutti. Ich war jetzt schon draußen, kannst du dir das vorstellen? Ich war jetzt schon unterwegs. War schon bei Jermaine. Wir haben Game of Thrones geguckt. Folge 2 der finalen Staffel. Und haben dazu Pflaumenkuchen und Schokoladenkuchen gegessen. Das war richtig gut. Grüße von Keks. Grüße zum Keks zurück. Und hallo Henrik. Ein Dingsler. Hab ich keinen Fuel Scoop eingebaut, ne? Nee. Aber wisst ihr, was ich auch nicht mit hab? Bin ich losgeflogen ohne Drohnen, oder? Ha. Natürlich. Da müssen wir ja mal kurz an der Station anhalten. Auf dem Weg dorthin und noch ein paar Drohnen kaufen. Weil per Hand einsammeln ist jetzt nicht so geil. Ein bisschen Mining betreiben mache ich heute, Henrik. Und bevor du dich auf den Weg machst, ich bin im Solo-Play. Also ich spiele heute Alone. Brauche auch keinen Begleitschutz und auch keine Mitminer sozusagen. Henrik, go, 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 nicht. Du brauchst gar nicht zu flennen. Du dreckiges du Schwein. Dreckiges Schwein. Du bist immerhin von armen Eltern. Genau, ich mache heute mal alleine. Jetzt ist die Station wieder raus, ne? Ja. Ich muss nochmal meine Steuerung auch überdenken. Leute. Wenn da mit Daumen nach oben war sonst immer das Ziel vor mir. Und bisher nimmt er einfach irgendeins. Wie komme ich in den... Analysemodus. Kann ich gleich mal gucken. Optionen. Controls. Wie ist denn das? Ist das unter Flight? Targeting müsste das sein. Select Target Ahead 7. Target Next System en Route. M immer.
Aber Target voraus. Ich will ja das Target, was ich ausgewählt habe. Das gibt's zurück irgendwann. Na, aber Henrik, ich bin da nicht verpflichtet, jedes Mal, wenn ich Elite spiele, mit dir zu spielen. Oder wenn ich Elite streame. Junger Mann. Das gibt's gleich zurück hier mit einem Handrücken in den Nacken rein. Ich brauche keinen Assistenten. So, ich nehme das mal raus. Mal gucken, was dann passiert. Na, ich werde wieder die Station nehmen. Die ist jetzt drin. Okay. Okay, der Knopf ist raus. Deswegen ist da ja auch nichts. Target ahead. Dann nimmt er das. Wie hatte ich das denn beim letzten Mal eingestellt? Bei dir hat das Nilpferd den Rucksack an. Du bist so ein blöder Sack, Mann. Oh Mann. Oh, schön, es funktioniert wieder, ja. Hallo Muschel, grüß dich und hallo Enno und hallo Tanisbot. Das ist sehr schade. Ja, wie gesagt, ich will auch mal für mich. Ne? Von daher musst du das leider so akzeptieren. Hallo Tanis, ich mag dieses dieses hä? 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 Took a flight assist. Ist das hier drunter schön? Ich konnte doch immer. Immer wenn ich da nach oben gedrückt habe, hat er mir das Ziel genommen, was ich vorher angewählt hatte. Also konnte ich immer nach rechts und links klicken, um die einzelnen Ziele um mich herum anzuwählen. Und dann, aber Target Ahead ist dann immer das, was gerade vor ihm ist und nicht das, was man vorher ausgewählt hat. CB-Funk. Ach so, dieses CB-Funk-Zeug. Ja, super, ne? Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet bisher einen wunderschönen Ostermontag. Okay, wir lassen es jetzt erstmal so. So, wir müssen Drohnen kaufen. Sammeldrohnen und Prospector-Drohnen. Die habe ich nämlich in Jameson vergessen, aber das ist nicht schlimm. Ich rufe die Polizei! Der Shy Guy, wie er sich... Nicht Shy Guy, Deathjack. Der Deathjack hat sich da so weggeömmelt. Herr Keks manipuliert die Zeitung, habe ich gerade gesehen. Hat einfach den schlechten Artikel verboten und einen guten eingesetzt. Ach, kann man das machen, damit die Stimmung nicht so sinkt? Passiert? Oh mein Gott! Kann das mal bitte einer klippen? Und das auch. Hallo Deathjack, grüß dich. Dieses wunderschöne Spiel. Ja, ich finde es auch wunderschön. Silent, grüß dich. Ich kann es leider momentan nicht mit Voice Control spielen, weil das so an der Leistung des Rechners zieht. Ich muss mich mal belesen, was das Problem da sein könnte, weil so habe ich meine 60 Frames und gut ist. Aber mit Voice Attack geht da in den Keller. Ich muss mir, glaube ich, wirklich demnächst mal einen neuen Prozessor holen.
Das ist die geilste Lache, die ich je in meinem Leben gehört habe. Na, ich finde die geilste Lache ist die von Jerome. Landing gear deployed. Okay, vielleicht ein bisschen gebounced gerade, aber das ist ja nicht so schlimm. Stehe ein bisschen schief, oder? Voll der schön Make-up-Ruf, schön dicke Rufspachteln, die Scheiße. Lippenstift hinterher, Kajal, der Eyeliner für unten rum. Genau. Adde dich. Ich adde dich als Freund. Nein. Ich weiß gar nicht mehr, wie der... Müsst ihr mal gucken. Es gibt ja einen Link zu dem Google Drive Document und da müsste der eigentlich mit drin stehen. Vielleicht habe ich ihn auch nicht eingebaut, aber ich glaube schon. Er sagt, er braucht keine... Er sagt, er braucht keine Anfänger, die ihn ausbremsen. Nein, ich will nur heute alleine für mich. Ich adde dich als Freund. Oh. Begeisterung klingt aber anders. Stimmt, das war das. Jetzt muss ich mal kurz hier in die Alertbox. Nee, nicht in die Alertbox bei Audio. Mal aufklappen. Und die Audio-Hooks mal auf Volume 0,5 machen. Die schreien ganz schön, finde ich. Okay. Ich habe scheinbar auch rausgefunden, woran es liegt, dass die Audio-Hooks manchmal nicht gehen und manchmal doch. Man muss ab und zu den Cache der Seite irgendwie aktualisieren oder so, refreshen. Genau, das ist nur ein bisschen Schild. Trophy schissen. Advanced Maintenance. Na komm, Restock. So, dann brauchen wir ein paar Limpet Control Sachen. So. Komm, nehmen wir mal 100 mit. Und hier sind voll. Okay. Da. Und dann können wir auch gleich zu Delka, wobei hier könnte man auch abbauen gehen, glaube ich. Das ist, hat ja auch grüne Ringe, oder? Guck mal hier. Guck mal hier. Mining, genau. Hallo Ugi, grüß dich. Toxic ist nicht drin? Kann mir fast gar nicht vorstellen, den habe ich doch hochgeladen. Pfui, du Ferkel! Landing gear retracted. Kann mir fast gar nicht vorstellen, dass das nicht drin ist. Haben wir doch schon mal abgespielt. Bangkok Toxic, oder? Meine Lampen an? Wo denn? Pass auf. Wow! Ah ja, oben. Wir waren an. Delka 6. Frameshift Drive charging. Wo denn? Wo denn? Was denn? Wie denn? Wer denn? Warum? 3, 2, 1, engage. Enno, hast du eigentlich schon die letzte Folge jetzt von Discovery geguckt? Die kam ja am Freitag raus und ist ja jetzt, die Staffel ist ja rum. Ist voll krass. Die Staffel ist vorbei. Mann, das war ja was. So ein bisschen Classic-Feeling war dabei, oder? Ein bisschen verwirrend hier und da, aber schön. Ach, hast du noch nicht? Tja, was sollen wir dazu sagen? Machen wir erstmal ein bisschen Musik an, würde ich sagen.
So geht das aber nicht, Enno. Ich habe Musik vom Keks auf dem Ohr. Stereo Twitch for the win. Das tut mir leid, dass ich jetzt auch noch Musik anmache. Werd der Shy Guy. I'm sorry. Ich hoffe, du kannst auf dem einen Ohr die eine Musik hören und auf dem anderen die andere. Und das überlagert sich nicht zu sehr. Und falls doch, müsstest du mich dann muten. Passt irgendwie gut zusammen. Passt irgendwie gerade voll zum Weltraumflug. 1 und 5. 5! Falsch! Ah. So! Ah. Seine Musik ist lauter. Sehr gut. Du dreckiges Schwein. Du bist immerhin von armen Eltern. I'm sorry, I'm feeling a little... Boah! Erstmal schön die Kotze rausdrücken. Ich trinke heute übrigens mal Wasser aus einer Glasflasche, nachdem ich ja mehrfach zusammengeschimpft wurde von Stefan, von Six und von Sühne. Und kein Tee. Nee, heute gibt's kein Tee, heute gibt's nur Wasser. Nee, Voice Attack habe ich ausgemacht, weil das an der Performance zieht. Also das lässt die Frames einbrechen. Und ich muss erst mal kicken, woran das liegt. Und irgendwas ausstellen kann oder runterregeln oder ich habe keine Ahnung. Oder einen neuen Prozessor kaufen ist wahrscheinlich die beste Lösung. Weitermachen. Wie viele Ringe hat denn der? Achso, der hat Außenringe und dann innen nochmal. Wir müssen so einen dunklen Ring anfliegen, würde ich sagen. Wir nehmen den da. Den ganz einsamen, einzelnen Ring. Wobei, der sieht nicht ganz so dunkel aus wie der hier. Na, no, fick doch, diese Fick-Scheiß- Fickröhre in dem blöden Dummdödel-Raum da. Das hat mich vielleicht ein wenig erschrocken gerade. Saltok, grüße dich. Wozu auch Stimmenangriff, wenn man eine Tastatur vor der Nase hat? Ja, aber ist doch viel cooler so mit Stimmen. Und es sind witzige Sprecher, die das machen. Genauso viel wie Herr Keks gerade. Sorry. Ach, hat er auch Frame Drops? Quote 27. Ich würde gerne mal... auf dich zielen, du blödes Stück Scheiße. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Nee, Ringe. Ach so. Ach, er hat die Augenringe, ich hab sie um den Bauch und hier hat sie der Planet. Der Stern. Ich verstehe. Okay. Langsam. Okay. Haben wir nichts? What the fuck? Boah, geht das wieder los? Ja, Thanos, du hast deine eigene Umlaufbahn. Ah, könnt ruhig sagen, dass ich fett bin. Ich weiß das schon. Ihr müsst mir das nicht sagen. Ich weiß das auch alleine. Da ist was. Ich bin echt fett. Ich muss abnehmen. So 10 Kilo weniger wären schön. Und das Einfachste ist, glaube ich, weniger fressen und mehr Sport. Herr Thanos ist der Mittelpunkt des Universums und alle kreisen wir um ihn. Ah, okay. So, dann gucken wir gleich mal, was das hier ist.
Könnt ihr dir sagen, wie das mit dem Abnehmen geht? Ich weiß das. Kannst du ca. 30 Kilo von mir noch haben? Nee, ich hab schon genug. Ich brauch nicht noch mehr. Danke, danke. Programming limit drone. Prospector limit engaged. Asteroid scan complete. So, was ist denn das hier? Das ist Subsurface. Da muss ich doch reinbohren, oder? Da brauche ich diese Abrasion Blaster. Das Missile Mining Laser. Seismic Charge auf keinen Fall. Ich glaube, ich brauche die hier. Mal gucken, das Scheißding dreht sich ja auch noch. Scan detected. Ein NPC kommt und guckt, was ich mache. Und fliegt hoffentlich gleich weg. Sehr gut, haut ab. Gibt es mir, ich brauche einen Körper. Bist du nur eine AI oder was? Ah, warte mal. Wie ging das denn nochmal? Wenn es blau ist, ne? So, jetzt müsste da was rausfliegen. Tatsächlich, da fliegt ein Stück. Landeklappe, Cargo-Dings auf. Und dann machen wir mal eine Sammeldrohne raus. Und dann müssen wir wieder unsere Prospektor anwählen. Da hinten ist noch was. Hier ist noch was Blaues. Was ist das? Das ist auch wieder so ein Untertage-Ding. Also, die Missile. Jetzt bohrt er sich rein. Lohnt sich ja kaum. Oh nein, das geht in den Bach runter. Schade. Nochmal. Ah, okay. So. Bitte noch was Blaues. Sehr gut. Ach, da ist noch was drin. Kann ich nochmal? Super. So, dann gucken wir mal in die Raffinerie. Ja, haben wir noch nicht genug Zeug, ne? Was, da ist noch Zeug drin von letztens mal. Silber und Palladium und was weiß ich. Mining Laser mal kurz hier drauf brezeln. Prospekte. Sagte. Eine Sammeldrohne raus, oder? Programming Limit Drone. So. Lalala, dieses Bild. Was ist denn das für ein Bild? Nimm mein. Ich guck gleich mal das Bild an. Kleinen Augenblick. Silent A. Schon wieder ein fettes Schwein gepostet? Bestimmt, oder? Oh, Raffinerie ist voll. Das ist eine fette, faule, aber sehr zufriedene Sau, glaube ich.
Entschuldigung, da muss ich, verhuste ich mich ja gleich. Gleich mal einen Schluck Wasser. Hab Bauch auf vom Lachen. Ey, Spieletreffenverteiler, grüß dich. Sag mal, wie oft soll denn jetzt die Raffinerie hier noch voll sein? Ich will nicht das Silber wegschmeißen. Komm, schmeiß das Silber weg. Du musst Platz in deiner Raffinerie schaffen. Ja, ich hab's auch gerade gemerkt. Das war oben rot angezeigt. Raffinerie ist voll. Wieso ist denn mein Laser leer? Ach so, ich muss mal mehr Energie auf Waffen geben. Schon wieder voll. Weg damit. Sehr gut. Arbeitet, ihr faulen Drohnen. Los! Galit raus. Stimmt, Galit ist eigentlich so ein Billo-Ding, ne? Ein bisschen Licht anmachen hier. Hast du mal erwähnt, von 17 bis 19 9. in Herne zu sein? Bei dem Spielewahnsinn? Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Also mir ist dieses Event durchaus bekannt, aber ich glaube, das schaffe ich zeitlich nicht. Ich kann gleich mal gucken. Das ist eine fette Faule, aber sehr zufrieden. Sau, da fehlt noch Sau. Du musst den Clip nochmal neu machen, Enno. So geht das nicht. Ah, vielleicht gucken wir mal, ob noch was drin ist im Stein. Ja, 7%. 5. 2. Asteroid depleted. Thank you. Galit, sagst du, kann ich noch rausschmeißen, ne? Ja. So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt haben wir Lepidoltit. Wahnsinn, 711 kriege ich dafür. Das lohnt sich ja richtig. Ah, Benny hat gerade unser Kuchenbild entdeckt. Lecker Kuchen. Das war eine Lage Kuchen und 20 Lagen hier Sprühsahne. Twitch, I hate you. Ja, irgendwie ist es zu kurz, aber ist nicht schlimm. Bei dem Spielewahnsinn war ich noch nie und eingeplant habe ich es auch nicht. Was sagtest du, wann ist das? 15. bis 17. Ne, 17. bis 19. Mai. Mach ich da was? Am 18. steht was. Am 18. bin ich mit der Familie beim Bowlen. Da kann ich nicht. Hat sich schon erledigt. Und Osmium immerhin 10.000. Super. So, dann scannen wir mal. Ist noch irgendwas da? Hallo? 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 Da hinten war was, ne? Aber ist so weit weg. Ich dachte, hier ist direkt gleich hinter mir oder so. Ah, da. Sehr gut. Da gehen wir als nächstes hin. Wie viel müssen die noch sammeln? Oh, ein bisschen was ist noch. Coltan, was ist denn das? 1000 nur wert. Das ist ja nichts. Ist ja gar nichts. Ist ja gar nichts wert. Naja, gar nichts ist nicht, aber ey. Dieses, wie hieß es gleich nochmal? Lepidolit für 711 ist ja weniger wert als Wasser. Haben wir alles? Ne, dauert noch einen Moment. Warte. Wer ist denn Sieb Kennington? War das der Pirat, der mich gescannt hat? Eventuell. Coltan, auch Coltan ist ein Tantalerz. Der Name Coltan leitet sich von der Mineralgruppe Kolimbital blablablub ab. Ah. Thank you. Mulle, bist du's? Mulle? Nee. Ich weiß ja nicht, ob Mulle jetzt schon mal in Elite reingeschaut hat.
Oder ob er schon wieder ausgemacht hat und deinstalliert. Der Wikipedia-Kopierer ist am Start. Guten Tag, Herr Tanis. Hallo, Sperro, grüß dich. Habe ich gestern aber auch gemacht für unsere Berlin-Tour. Habe ich einfach im Wikipedia alle Texte, also so kleine Zusammenfassung in Englisch, zusammen in ein Textdokument geschmissen und dann ausgedruckt. So. Prospektor, bitte raus. Programming Limit Drone. Prospector Limpet engaged. Schon wieder Coltan. Asteroid scan complete. Aha. Da müssen wir wieder mit den Missiles ran. Würde ich sagen. Aber ist nicht so viel, ne? Herr Sperro, in welche Richtung muss ich meinen Teppich ausrichten für das Keks unser Missiles? Missiles! Naja, Missiles! Missiles! Ist das überhaupt? Ne, warte mal, das ist doch. Warte mal. Was ist das doch, das ist? Dreh dich doch nicht weg von mir. Brauche deine Mineralien. Sobald der Bohrer drin ist, ist mir egal, wo du hinguckst. Aber solange ich bohre, musst du mich schon angucken. Scheiße. Fuck. Klingt irgendwie falsch. Kommt da jetzt mal noch was Blaues? Boah, das geht ja jetzt richtig ab hier. Komm, mehr Blau. Blau. Komm, noch ein Blau, bitte. Oh nein. Warum? War ich zu gierig? Vielleicht. Nach Berlin natürlich. Was für eine Frage. Naja, ich hätte auch Richtung Bildschirm sein können. Ich war mir unsicher. Und nochmal hier so eine Missel. Ein Bohrer. Rinne halten in den Asteroiden. Und da muss man. Bei dem oberen muss man möglichst oben sein und unten muss was Blaues kommen. Aber hier kommt irgendwie gerade gar nichts. Ach, da. Habe ich schon übersehen. Nochmal. Next 3. Was denn jetzt los? Was ist mit meinem Collector? Prospektor. Entschuldigung. Was sagt denn der? Ah, guck mal, da ist da noch. Uranit und so. Aber sollen wir das hier vor die Linse kriegen? Hallo. Werd mal blau. Werd mal bitte blau. Verdammte Axt! Ja, ist aber auch echt. Oh nee, abgeprallt. Jetzt ist drin. Blau. So. Und nehmen wir gleich das noch mit. Zack, direkt in die Mitte rein. Richtig getroffen diesmal. Oh, blau. Gib mir noch ein Blau. Danke. Collector Limit expired. What? Ist schon so viel Zeit vergangen? Die halten noch 5 Minuten. So, und jetzt können wir, glaube ich, den normalen Mining Laser ansetzen. Da holen wir dann den Rest aus dem Teil raus. Random hand out limits wearing a shirt that says life. Oh. Oh. Ich trinke mal einen Schluck Wasser.
fühle mich ein wenig dehydriert. Programming Limbic Drone. Ihr müsst auch einsammeln. Ach, die sind beide kaputt gegangen. Programming Limbic Drone. Also wie gesagt, Spiele treffen. Ich werde, denke mal, nicht zu einer... Also zu, nach Herne fahren zum Spielewahnsinn. Es ist im Juni, glaube ich, in Berlin wieder so eine Brettspielcon. Ich war vor ein oder zwei Jahren mal da und fand's, naja, war okay. Vielleicht ist ja meine Zeit in der Spielewelt vorbei, also in der Brettspielewelt. Ich weiß es nicht. PR, keine Ahnung. Coltan Refined. Können wir mal gucken, wie viel das wert ist, oder hat man das schon geguckt? Ne, da. 1400. Das ist 18. Ich brauch mal was richtig Wertvolles. Nicht hier nur die Krümelkacke. Ich will die ganze Torte. Bei der Musik kriege ich schon wieder Lust auf Prey, aber wir haben es ja schon gespielt. Das ist so schade. Wie ein gutes Buch. Du liest es und irgendwann bist du damit durch und denkst dir so, schade, dass es schon vorbei ist. Okay. Haben wir noch was irgendwo? Hallo? Ah, da. Direkt vor der Nase. Sehr gut. Kann ich mal so weit weg. Treffe ich den von hier aus mit meinem Prospektor? Programming Limbic Drone. Mal gucken. Was machst du da? Sirius, grüß dich. Prospector Limbic failed. Ich meine. Also ich betreibe Bergbau in einem Asteroidengürtel. Ich suche nach Asteroiden, die Erze beinhalten, die wertvoll sind, und dann baue ich die ab und verkaufe die an der Station. Sag mal, wie weit ist denn das weg? Ich dachte, das wäre direkt vor mir, ist es aber nicht. Prospector Limbic engaged. Wir müssen jetzt mal warten, die müssen erstmal das alles einsammeln. Ach du Scheiße. Wir müssen mal noch ein paar Sammler rausmachen, glaube ich. Out of range? Nee, da wollen wir doch gar nicht hin. Wir müssen hier zu den ganzen Materialien. Wie ich losfliege und noch nicht alles eingesammelt habe, müssen wir mal ein paar mehr Drohnen raushauen, glaube ich. Mal gucken, mal, da kommen sie schon, die Sammelbienen. So. Noch mal. Ja, los. Mehr davon. So, und da müssten die jetzt eigentlich zu sechst, müssen die relativ schnell sammeln. Oder? Ja, ich glaube schon. Wie machst du das? Ich mache nur Frachtmissionen. Wie machst du das? Du musst dein Schiff entsprechend ausrüsten. Also du brauchst mindestens... Ich drehe mich mal um, damit die Klappe in die Richtung der zusammenden Sachen ist. Da müssen die Drohnen immer nicht einmal um das Schiff rumfliegen. Du musst dein Schiff ausrüsten. Es gibt Mining Laser, dann gibt es Oberflächen Laser, Sprengköpfe, die reinfahren und dann was raussprengen. Und es gibt auch nochmal Punkte, also Sprengsätze für Schwachpunkte an dem Asteroiden, dass du den so aufknackst. Und dann brauchst du ein bisschen Laderaum, du brauchst eine Raffinerie und du brauchst so Sammeldrohnen. Also das, was hier gerade bei mir die Arbeit macht, alles. Scheinbar haben wir alles gesammelt, ne? Was ist denn hier? Achso, das ist in dem Planeten, in dem Stern schon drin, ne? In dem anderen. Ist nichts mehr zu sammeln? Oh, fast gegen Asteroiden geklatscht. Ja. Die haben das Mining auf jeden Fall verändert. Bisher war es ja so, dass du nur mit den Mining-Lasern auf so einen Asteroiden schießt und dann ist gut.
Und mittlerweile ist es aber so, dass es verschiedene Lasertypen gibt und verschiedene Arten des Minings. Also an dem hier jetzt zum Beispiel, da siehst du ja, das leuchtet so blau, da hier. Und da geht's in den Stein rein. Subsurface Deposit. Das ist also unterirdisch. Das heißt, ich habe jetzt hier so, so Missiles zum Bohren. Das schieße ich rein und dann siehst du unten links irgendwie so ein kleines Minispiel. Und da muss ich versuchen, einen blauen mit einem orangenen zusammenzubringen. Also oben versuche ich an das Vorkommen ranzukommen und unten zeigt dir mal an, wann es sinnvoll ist, zu sprengen. Das ist jetzt hier ein bisschen... Okay, das hat nicht übereingestimmt. Versuchen es nochmal. Das ist aber auch ein fieser. Schon wieder verkackt. Aber richtig verkackt. Nehmen wir erstmal das hier. Zack. Ah ja, das ist gut. Und umso höher der orangene Bereich ist, umso effektiver ist das. Oder umso mehr sprengst du raus. Oder ist da noch was drin? Scheinbar. Zack. Und während ich da schon am Bohren bin, sind die Drohnen schon wieder am Sammeln. Sammeln die schon wieder mehr. Zack. Da kommt das nächste blaue. Schieß mal wieder so ein Bohrteil ab. Oh, das ist abgeprallt, glaube ich. Nochmal. Hoch abgeprallt. Es ist zu schräg, der Winkel ist nicht gut. Ja, Bord, ich hab doch getrunken. Wie ich einfach mal 6 Sammeldrohnen draußen habe. Jetzt aber, komm. Ja, sehr gut. Blau. So, jetzt haben wir blau und den höchstmöglichen orangenen Bereich. Und dann gibt es irgendwie einen extra Chunk. Also sprengt da nochmal ein extra Stück raus. Daneben. Daneben. Jetzt aber. Sag mal, ich bin doch praktisch genau davor. Ach, das ist ein Surf. Oh mein Gott. Das ist ein Oberflächending. Das muss ich wieder mit was anderem bearbeiten. Mit dem hier. Warte. Mann, ey. Kein Wunder, dass der Bohrer nicht reingeht. Das ist nur auf der Oberfläche gewesen. Ich krieg ja nichts mit. Da ist wieder was. Zack. Naja. Besser als wie nix, ne? Als wie, wunderschönes Wort. Wo kommt da noch blau? Ach, da. So, was ist das hier? Das ist wieder Surface. Da müssen wir wieder mit dem anderen, mit dem Oberflächenabkratzer. Da siehst du, da hat das rausgesprengt. Da fliegt es schon. Sehr gut. Mit irgendwas bin ich kollidiert. Meine Schilde sind leicht angeschrammt. Im Zweifelsfall mit einem anderen Asteroiden. Kann passieren, wenn du Asteroiden fällt. Blau, 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 blau. Komm, gib uns blau. Blau, ich brauche unten blau. Oh nee, oder? Oh nee. Ah doch. Und gleich nochmal. Solange es noch markiert ist. Ah, jetzt. Super. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle raus. Dann gehe ich wieder auf den Prospektor, um zu gucken. Es sind noch 100% Mineralien drin. Dann fliege ich ein bisschen näher ran. Und dann wird gemeint. Und mal den Rest davon. Und dann sagt Herr Thanes, er braucht keine Hilfe. Formuliere ich es anders. Ich will keine Hilfe. Ich will alleine machen. Doch muss ich nicht ins Altersheim. Oh Mann. Oh, Bertrandit. Das ist doch wertvoll. Das ist, glaube ich, richtig wertvoll. Ich weiß gar nicht, warum so viele junge Menschen diesen alten Mann zuschauen. Also,
können sich ja eigentlich nur lustig machen. Ja. Aber solange ich noch mitlachen kann, ist ja alles gut. Bertrandit. Ah ne, nur 2,5. Ich dachte, das wäre so ein 100.000 Kandidat. Oh mein Gott. Noch so ein Crap. Uraninit. Irgendwas mit Urin. Scheigei, nee, ich habe doch komplett YouTube abgeschafft. Das ist die Krux am Affiliate-Partner sein. Man kann dann nicht mehr parallel woanders hin streamen. Seit 1. April lade ich die Streams dann nur noch dort hoch. Ja. Sonst verstoße ich gegen die FAQs oder so. Mhm. Ja, wisst ihr Bescheid. YouTube ist die Konservenkammer. Genau. Ich muss jetzt auch langsam lernen, da immer direkt nach dem Stream dran zu denken, auf den Export-Button zu drücken. Manchmal habe ich das vergessen und dann habe ich es am nächsten Morgen gemacht. So. 23% noch. Du verstößt gegen die Frequently Asked Questions. Ja, stimmt, Ikari. Grüß dich. FAQ. Was meinte ich denn eigentlich? Ich verstoße gegen die... Nicht FAQ, Mann, ey. Na, die gegen die Geschäftsbedingungen, keine Ahnung. Diese Regularien, die sie da aufstellen, du weißt schon. Die armen Zuschauer auf YouTube. Es waren doch nur 2. Ist jetzt nicht wirklich schlimm. Ich gieße mir Wasser ein, ne? AGB. Oh, Mann. Mann, Mann, Mann. AGB, allgemeine Geschäftsbedingung. Lernt mal. Der sammelt hier schön, oder? Oh, sammel du mal. Ah, die stellen sich schon an. Die sind, glaube ich, fertig mit Sammeln. Ja, dann packen wir den Scanner aus. Und gucken mal, wo noch was ist. Hallo? Ich hätte gern noch ein bisschen Rohstoffe. Irgendwas? Du hast diese 500 Stunden nicht ehrlich erguckt. Du hast vielleicht den größten Teil davon ehrlich erguckt. Das mag bla, sein. Das... Bla, bla. Aber nicht jede einzelne Stunde. Und das weißt du genau. Und wenn du hier weiter rumlügst, dann wird dich der Blitz treffen. Heute ist Sturm. Und du weißt Bescheid. Ey, Oke Finoke, grüß dich. Na? Geht's gut? Mach mal das Cargo zu, dann fliegen wir ein bisschen schneller. Das mit den Minern kannst du mir gleich nochmal erklären. Liefer gerade Pizza aus. Ach echt? Du bist am Pizza ausliefern und guckst Streams? Cool. Mach ich gerne. So gut ich es kann. Herr Sirius. Gucken, ob die Sammeldrohnen hinterherkommen. Nein, nicht Landing Gear. Cargo Scoop. Ach, du lieferst gerade in... Oh mein Gott. Wie ich dachte, du sitzt jetzt gerade in deinem Auto und fährst durch die Stadt und lieferst Pizza aus. Sorry. Alles klar. Fast 500 Stunden meines Lebens verschwendet. Das ist voll krass. Aber du warst früher aktiver, Silent. Mittlerweile bist du so... Nicht mehr zum Dauergast geworden, aber das ist ja auch okay. Gibt ja auch noch andere Dinge, die vielleicht deutlich wichtiger sind. Und solange wir dich ab und zu mal noch hier sehen, ist alles gut. Gold! Oh! 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 Hallo! Gucke ich auf die falsche Seite oder was? Ach, ich schieße die ganz an die Rückseite, ne? Oh mein Gott. Was für ein Pleppo. So. Der Henrik wird sich gerade wieder die Haare raufen. So, jetzt ist ab. Wir haben auch wieder Surface. Ja, da müssen wir nur zielen.
Ja, sehr gut. Da drüben ist noch eins. Hier oben kommt auch noch eins. Ist auch Oberfläche, oder? Oberfläche? Ja. Sehr gut. Ich habe längst keine mehr. Du hast keine Haare mehr? Die sind alle schon rausgerupft. Das tut mir leid. Oh, da ist ein Collector Limpet kaputt gegangen, glaube ich. So ein bisschen. Wie viel haben wir denn noch? Noch ein paar, oder? Programming Limpet Drone. Programming Limpet Drone. Sammelt ihr mal. Schafe. Wie kein Dauergast. Anzeige ist raus. Habe ich vorbeigeschossen, oder? Mann, ey. Verdammte Scheiße. Wie soll ich denn noch rankommen? Du drehst dich die ganze Zeit weg von mir. So wenig kommt mir vor wie Lebenszeit. Unter 100 Stunden noch. Sei doch froh, Scheigei. Du bist noch nicht ganz so verrückt wie manch andere. Will nicht wissen, wie viele Stunden der Max schon hat. Über 1000, glaube ich. So, jetzt aber. Na, geht doch. Prospekte. Müssen wir noch ein paar Sammeldrohnen rausschmeißen. Programming Limpet Drone. Das. Und jetzt den Laser wieder rein. Laser. Wie viel bringt dir es meiner, das Mining so im Schnitt? Armer Mann, what? Optime. Nicht Optime, Toptime. Der Max hat 1494 Stunden, ja. Das ist unterschiedlich, je nachdem, ob du, also was du einsammelst. Ne? Ich habe hier Rohstoffe, die sind 900 wert. Dann gibt es welche mit 8000. Ich habe, glaube ich, sogar mit 10.000 hier oben im Durchschnitt. Und es gibt auch so Asteroidenkerne, irgendwie so eine Kristalle, die du raussprengen kannst. Da kriegst du dann 100.000 oder 500.000 oder eine Mille. Das ist aber nicht so einfach zu finden. Und was ich immer mache, ist, ich sammle Zeug und wenn ich dann zu der Station zurückfliege, bevor ich das verkaufe, schaue ich, ob die Station irgendwelche Mining-Aufträge hat, also am schwarzen Brett, die ich mit meinen gesammelten Rohstoffen bedienen kann. Gold zum Beispiel ist 9800. Es kann ja sein, dass sie zum Beispiel hier Bertrandit brauchen, 20 Stück oder so, dann gebe ich das ab und kriege wahrscheinlich mehr raus, als wenn ich es einzeln verkaufe. Es ist auf jeden Fall lukrativer geworden als bisher, das Mining. So mein Kenntnisstand. Aber ich bin auch kein Profi, also ich kenne mich mit den ganzen Ärzten nicht aus. Und von daher... Ja. Ist das mit Just for Fun? Delivery Contract? Nee, brauche ich nicht. Ich bin gerade am Mining machen. Was hast du für ein Schiffchen? Ich fliege mit einer... Ich wollte gerade sagen Cobras, aber es ist die Python. Bin mit der Python unterwegs, weil die entsprechend Waffenaufhängung hat. Du kannst ja die einzelnen Laser in die Waffenaufhängung reinmachen. Und um möglichst verschiedenste Laserarten mitzunehmen, habe ich ein Schiff mit vielen Aufhängungen genommen. Und die Aufhängungen sind alle relativ weit vorne, soweit ich mich entsinnen kann, bei der Python. Wenn du dann die Waffen so krass verteilt hast, dann ist es immer so schwierig zu zielen und mit der geht es, glaube ich, besser. Weil alle Abbaulaser sind ja fest, ne? Also die sind ja nicht gimbelt wie so ein Laser zum Kämpfen, sondern die sind ja fest. Also natürlich hat die Python jetzt nicht so viel Lagerraum, aber ich finde, die 192 reichen eigentlich aus, die kriege ich... bei Weitem nicht voll, das dauert ja ewig. Und wenn man sich auf eine Sache spezialisiert oder auf zwei, kann man auch andere Schiffe nehmen, wo vielleicht nicht ganz so viele Waffenaufhängungen dran sind.
Weiß nicht, ich hab mal mit dem T6 gemeint, das ging auch, aber der hat gar nicht genügend Plätze, um alle Laserarten zu verbauen. Gibt ja verschiedenste Laserarten. Es gibt den Abrasion Laser, mit dem machst du die Oberfläche kaputt. Das heißt, wenn du Oberflächenablagerungen hast, kannst du die damit abspringen. Dann gibt es den Dispense Missile, ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt oder ob das in Englisch richtig ist. Damit gehst du in unterirdische Ablagerung, also die im Asteroiden drin sind. Da bohrt sich dann so ein Bohrer rein und sprengt es raus. Und dann gibt es noch die seismischen Ladungen. Die bringst du an Schwachstellen an von Asteroiden und dann sprengst du den in Stücke, dann bricht der richtig auseinander. Und dann gibt es noch den ganz normalen Mining Laser, den man noch von früher kennt. Mal gucken, gehen nochmal auf Nummer sicher. Machen wir die Ladeklappe zu. Cargo Scoop retracted. Ein bisschen mehr auf Antrieb, vielleicht fliege ich dann noch ein bisschen schneller. Ich glaube, der hier hatte was. Und dann brauchst du natürlich diesen Puls Laser, um die Rohstoff-Asteroiden zu finden. Den musst du auch noch verbauen. Laser vor allen Dingen. Pulse Wave Scanner, nicht Laser. So, Prospektor raus. Den schießt du dann da drauf. Und der sagt dir dann, was drin ist. Aber ich baue eigentlich jeden Asteroiden ab. Kann man auch anders spielen. Gelernt! Ja! T6 ist zu klein. Viel zu klein. Ich weiß nicht, ob man mit dem T7 losrennt oder dem T9, aber ich bin der Meinung, dass der hier, also mit, dass die Python eigentlich ganz gut geeignet ist dafür. So, jetzt haben wir da so einen Punkt, den nehme ich mal an. Das ist eine Subsurface, ein Subsurface Deposit. Das heißt, das liegt unterhalb der Oberfläche. Da brauchen wir dann wieder den Missile. Oh, ich hätte gedrückt halten müssen. So. Jetzt bohrt er sich rein. Jetzt lasse ich los, wenn das Blau mit dem Strich und möglichst großem Orange darüber verbunden ist. Und dann baut er ab. Und das war scheinbar das Einzige hier dran, oder? Da ist der Limpet Control. Ein bisschen zurückfliegen. Licht ausmachen hier. What the fuck? Schubregler. Achso. Ja, mach ich mal auf. So, dann meinen wir den wieder ab. Python, 56 Mille, Geldsack. Ja, die ist recht teuer. Dann flieg erstmal mit einer T7 oder so. Ich hab, glaube ich, über eine Milliarde. 1,7 Milliarden und 24 Schiffe oder so. Also alles ehrlich verdientes Geld. Vielleicht. Mille ist nur das Schiff, nochmal 60 Mille, um das Ding auszurüsten. Ja, wobei es ja... Hannes, jetzt hör doch endlich auf zu lügen. Ich habe vielleicht kurz geflunkert. Oh, die Raffinerie ist schon wieder voll. Was sammeln wir denn hier? Osmium. Hast halt nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen in deiner Raffinerie. Umso größer die ist, umso besser. Umso mehr kannst du gleichzeitig raffinerieren. Aber manchmal verstopft die und dann musst du halt was rauspusten. Ist nicht mal 100, nicht mal viel 100 Mille. Nix in dem Spiel. Ja, es gibt, glaube ich, deutlich reichere Leute. Lügen! Lügen! Lügenlord! Hallo Leolf, grüß dich! Haben wir eigentlich Sammeldrohnen draußen oder warum passiert hier nichts? Was haben wir draußen? Warum fahren die nicht? Hallo? Ey Leute, hier fliegt Zeug rum. Warum sammelt ihr das nicht ein? Programming Limpet Drone. Warum sammelt ihr das nicht? Ah, jetzt gehen sie los. Da ist doch noch was. Warte mal, da ist doch noch was. Achso. Ja, Prospektor bitte anvisieren. Drei. Asteroid depleted. Limpet Drone Error. Deploy Cargo Hatch. Cargo.
Herr Kargoscope ist draußen, warum sammelt ihr nicht? Ist die Raffinerie schon wieder voll? Muss schon wieder was wegpusten. Die Raffinerie war voll, deswegen sammeln die nicht. Mann, Mann, Mann. Robigo, sage ich nur. Ja, ja, Robigo, da habe ich ganz viel Geld gemacht. Da habe ich mir sozusagen das Startgeld geholt. Über 1 Milliarde habe ich da gemacht und 1,7 Milliarden musste ich irgendwann die Strafgebühr dafür zahlen. Aber auch das war kein Problem. So bringt er das Zeug los. Ich habe heute erst richtig angefangen mit dem Game. Ach, bist du auch nur eingestiegen? Das wusste ich gar nicht. Du brauchst gar nicht zu flennen. Du dreckiges Schwein. Du bist immerhin von armen Eltern. Ja, ich war von armen Eltern, deswegen musste ich Sklaven handeln. Es tut mir ja auch leid. Und jetzt machst du gerade Warenlieferung? Ja, hast ja gesagt Pizza, hast ja nicht gesagt Daten. So, dann scannen wir mal wieder. Da hinten leuchtet wird. So weit weg. Nehmen wir es näher dran. Cargo Scoop retracted. Da unten, oder? Da habe ich doch richtig geguckt. Und was ganz wichtig ist, bau nicht in Kampfgebieten ab, in Rohstoffabbaugebieten, auch wenn die so heißen, weil da öfter mal Piraten vorbeikommen. Flieg einfach in einen Asteroidengürtel rein, warte, bis die NPCs gespawnt sind und dich scannen. Das passiert genau einmal und dann kannst du in Ruhe Mining betreiben. Sobald du aber Waren im Frachtraum hast, die von Wert sind, und dann in ein System rein, also in den Asteroidengürtel rein droppst, dann wollen die was haben oder sie greifen nicht an. Und entweder kannst du dich verteidigen oder du schmeißt halt was raus oder du wirst halt zerstört. So, wie scannst du? Das ist ein Pulse Wave Scanner. Das ist ein extra Modul. Ich weiß gar nicht, mal wieder nicht, wie der in Deutsch heißt. Und damit scanne ich das Asteroidenfeld und die Materialien haben, die werden dann so orange. Also unter Modulen, da Pulse Wave Analyzer, geht in den Waffenslot und der sagt dir halt, wo was ist. So, jetzt mal kurz, hier, was ist das? Limpet Prospector. So, die sind alle dahinter, die Sachen. Das ist wieder so tief drin. Das ist wie so eine Zahnfüllung im Endeffekt. Die müssen wir jetzt wieder rausmachen. Muss man so ein bisschen drum bewegen. So, und dann muss man ein bisschen zielen. Da der Waffenslot bei mir rechts aufgehängt ist, muss ich so ein bisschen rüberziehen, damit das mittig, möglichst mittig fliegt. Zack. Da ist noch was drin, ne? Ja, ist noch, immer noch markiert. Sogar noch was. Oder auch nicht. Baba, okay, muss ich da zu einer Station, die das verkauft? Hier gibt's nichts. Na, du brauchst ein Schiff. Genau, du brauchst ein Schiff und eine Station, wo das verkauft wird. Aber ich glaube, dieser Pulse Wave Scanner sollte eigentlich an jeder Station zu haben sein. Schätze ich mal. Was hören wir hier gerade für Musik? Ich muss das gleich mal ändern. Das ist ja gar nicht mehr spacig. Was hast du denn für ein Schiff momentan? Abgeprallt. Schon Wetter. Was ist denn da los? Hallo. Jetzt. Oh nicht. Sag mal. Ist der Prospektor, auf den ich schieße? Oh mein Gott, was für ein Bleppo. Ein Raumschiff. Du hast ein Raumschiff?
guck mal links, rechts, das andere links, da steht unter Chip, müsste eigentlich der also die Klasse stehen, oder? Hast du noch die Sidewinder vielleicht? Oder schon was Größeres? Wo steht denn der Schiffsname, die Schiffsklasse? Python, da. Ganz vorne bei dem Häuschen rechts. Da steht oben die Bezeichnung Python. Regirock X7T6U. Keine Ahnung, was das heißt. Ich glaube, ich selber eingestellt. Ist schon wieder Raffinerie voll. Uke Finoke, alle gut, alle fit im Schritt. Und Leolf, wie geht's dir? Raffinerie schon wieder voll, wieso? Was soll das? Jetzt muss ich ja wieder den Prospektor, damit ich weiß, wie viel Prozent. Oh, schon wieder voll. Weg damit. Typ 6. Ah, du hast den T6. Ja, da wirst du wahrscheinlich nicht alles in die Aufhängung kriegen. Da musst du dir dann überlegen, was du machen willst. Also siehst du, ich komme jetzt zum Beispiel zum Asteroiden sprengen, komme ich so gut wie gar nicht. Also habe ich bisher zumindest noch nicht gehabt. Ja. Und vielleicht ist ein Oberflächendings Abkratzer und ein Bohrer, so eine Missile, die da reingeht, für den Anfang besser. Und dann vielleicht noch einen Mining Laser mit reinklatschen, damit du den Asteroiden dann entsprechend damit abbauen kannst. Das klingt ein bisschen wie Cowboy-Musik gerade, oder? Aber richtig. Was ist das denn? Ich möchte das nicht. Gut, gerade am Frühstücken war eine lange Nacht. Star Trek Discovery Staffel 2. Wie, hast du die komplette Staffel heute durchgeguckt heute? Oder letzte Nacht? Oder nur die letzte Folge? So, Scanner. Während die sammeln, können wir schon mal gucken. Geht der eigentlich auch, wenn ich nicht im Schiff bin? Nee, da habe ich das Display nicht, ne? Ach, geht doch. Ist nichts in der Nähe. Ah, doch, da. Links von uns. Wo bist du? Ah, da. War ich da gerade vielleicht? Haben wir den schon abgebaut? Na, wir werden gleich sehen. Blurk, der streamt Elite. Der andere Anno, sehr schlimme Zeiten. Ja, schlimme Zeiten brechen an. Nee, nur halb. Okay. Aber heute ist es ja, ist ja auch noch ein Abend. Das heißt, du hast die erste Hälfte jetzt geschaut und warst gut unterhalten? Empfindest du Freude, wenn du das guckst, oder geht's so? Was? Ich hab's da eben hochgeklappt, damit wir schneller fliegen können. Ah, da ist gleich noch einer. Sehr gut. So, dann holt man wieder den Prospector. Das ist sozusagen eine Drohne, die bohrt sich in den Asteroiden rein und scannt dann, was in dem Asteroiden drin ist. Die Collector oder Sammeldrohnen, die sind dann zum Einsammeln der jeweiligen Materialien, die man daraus schießt, bohrt, sprengt, was auch immer. So, da fliegt sie. Gleich mal anvisieren. Prospector Limpet engaged. Mhm.
Asteroid scan complete. So, und da ist wieder so ein Oberflächenteil. Na, das wird dann so oberflächlich angezeigt. Und da brauchen wir jetzt wieder diesen Abrasion, Abrasions, was auch immer, Blaster. Und da ich den auf beiden Seiten habe, zähle ich jetzt mittig. Und dann gehen zwei so Ringe. Du kannst auch den nur auf eine Aufhängung machen. Und dann würde der halt nur links oder rechts schießen, je nachdem, was du eingestellt hast. Ist auch Oberfläche? Ja. Das sollte es gewesen sein. Dann gehen wir auf die normalen. Auf den normalen. Ich habe nur einen Mining Laser drin, weil ich nicht genügend Platz hatte für alles. Und dann siehst du auch unter Limpet Prospector die Prozentzahl geringer werden. Und der bewegt sich fast gar nicht, der Asteroid. Sehr gut. Ein paar Sammeldrohnen vielleicht noch rausschicken. Wir haben nur zwei im Einsatz. Sehr gut. Elite Content. Und morgen gibt es neuen Elite Content. Kommt morgen endlich dieser Landecomputer raus, der einen auch rausfliegt? Das wird dann richtig entspannt. Jetzt sind schon wieder Collector Limpets den Bach runtergegangen. Programming Limpet Drone. Und dann kommt es auch darauf an, was du für zum Beispiel einen Controller für die Collector Limpets hast. Gibt es auch klein und groß, und umso größer sie sind, umso mehr Sammeldrohnen kannst du parallel bedienen. Das ist halt dann nur so eine Temposache. Und da die Rohstoffe, die du absprengst, glaube ich zumindest genauso wie Waren, die du ins Weltall schmeißt, einen Lebenspunktanzeige haben, ist es wahrscheinlich sinnvoll, zumindest zwei Sammeldrohnen draußen zu haben, je nachdem, wie schnell und viel man halt abbaut. Ja, ich bin derzeit eh auf dem Weltraumtrip und so viele Alternativen in dem Genre gibt es auch nicht. Ich habe versucht, Nightflyers zu schauen. Ich habe es auch geschafft, ich habe es durchgeschaut, aber irgendwie hat mir die Serie nicht wirklich gut gefallen. Hat auch ein Science-Fiction-Thema, aber ich weiß nicht. Ist mir vielleicht zu cyberpunkig gewesen oder keine Ahnung. Ideal für die Streamer, ja, auf jeden Fall. Kann man noch sich noch mehr auf den Chat konzentrieren. Macht das ja schon sehr gut, aber damit geht es dann noch besser. Asteroid depleted. Naja, ein bisschen was haben wir schon gesammelt, aber so richtig Wertvolles haben wir noch nicht gefunden, leider. Ah, da war der Pulslaser. Wo war denn das Ding? Warte mal. Das war doch gleich neben uns, oder? Ah, da. Da ist noch was. Das sind sogar zwei, glaube ich. Könnte sein, ja. Seite. Vielleicht strahlt der eine den anderen auch nur an, dann ist es nur einer. Mal gucken. Haben wir alles gesammelt? Nee, ist noch ein bisschen was. Lepidolit, Uraninit, Sulfur und Germanium. Ach, Materialien sammeln wir auch nebenbei. Sehr gut. Arsen habe ich drei. Warum ist denn da so eine Flagge dran? So eine Fahne. Ist das das angepinnte Rezept von Felicity? Haben wir alles? Haben wir alles. Scannen wir nochmal. Richtung schon wieder vergessen. Ah ja, da oben. Kargoscoop rein, dann sind wir ein bisschen schneller. Schon mal den Prospektor rausholen. Ich werde demnächst mal wieder so ein Exploration-Game spielen. Edith Finch und so weiter, wisst ihr ja noch, habe ich ja gespielt. Und jetzt
irgendwas mit What happened to Ethan? Ich weiß den Nachnamen nicht mehr. Das habe ich mir gestern runtergeladen. Wollte ich eigentlich gestern Abend noch spielen. Aber ich war so müde gestern, dass ich nicht mehr streamen konnte. Ging nicht. Mal kurz den Scanner nochmal anschmeißen. Sind die beide oder ist der alleine? Ah, das ist nur der alleine. Der leuchtet so hell, dass er da noch ein bisschen was... Ah, da hinten ist schon der nächste. Sehr gut. So, dann wieder Prospekte rein. Schon mal anvisieren, damit wir gleich sehen, was dieser Asteroid für uns bereithält. Prospector Limpet engaged. Asteroid scan complete. Ist es blau? Ja. Dann kann ich da ja drauf schießen. So, abgelöst. Cargo Hatch auf. Cargo Scoop deployed. Ja. Blau momentan? Nee, ne? Das ist hinter the Asteroid. Sollen wir mal rumfliegen? Ein Glück haben wir seitliche Schubdüsen. Also so Manövrierdüsen. Oh, Entschuldigung. Hab ich irgendwas kaputt geflogen? Sieht so aus. Meine Schilde haben Schaden genommen. So, dann schießen wir da nochmal drauf. Sehr gut. Mining Laser? Laser. Näher ran. Wenn er blau wird, kann ich... Ja, dann funktioniert er. Vielleicht nochmal den Prospektor anschalten. Wie viele Sammeldinger sind draußen? Ja, 4. 4 ist gut. Oh, irgendwas verstopft schon wieder die Raffinerie. Silber? Nee, oder? Lasers alle. Und mehr auf Energie auf die Waffen geben. Mal gucken, ob er mir das hier draußen auch sagt, wenn es depleted ist, bestimmt. Sagt er nur drin an. Da hinten ist einer ganz hell, da auch. Da war doch was, da glühte noch was nach. Na, da hinten. Silber, was ist denn Silber eigentlich wert? 4000.
pro Einheit. Gold ist 9. Oh, Material haben wir auch wieder. Carbon und Iron. Erstmal zusammengeflogen. Oh nein! Bist du explodiert? Ach, scheiße. Kacke. New Valid Collection Targets. Ah, sehr gut. Klappe zu. Cargo Scoop retracted. Off it, dude. Ja, dann. Versicherung zahlen und weiter geht's. Der leuchtet ziemlich hell da unten, der Kleine. Den gucken wir uns mal an. Ich würde gerne noch einen Asteroiden sprengen. 3 Mille. Er ist zusammengeflogen. Ach, zusammengeflogen. Oh mein Gott, wie ich nichts verstehe, ne? Du hast jetzt 3 Mille... durch Aufträge zusammengeflogen und nicht, du wurdest zusammengeflogen in Form von jemand hat dich weggerammt. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid, dass ich manchmal so pleppo bin. 3 Mille? Ja, geht. Ist doch schon mal ein bisschen was. Wann hast du denn angefangen, Sirius? Programming Limit Drone. Also um ins erste neue Schiff umzusteigen, habe ich damals eine Woche gebraucht, glaube ich, um von der Sidewinder in die Cobra reinzugehen. Prospector Limit engaged. Oh. Cargo Scoop deployed. Heute 39. Asteroid scan complete. Was? Du hast heute angefangen mit Spielen? Ist ja witzig. Ja, dafür bist du aber mit 3 Mille schon gut dabei. Muss ich jetzt mal so sagen. Ist doch ordentlich. Gut. Du wirst ein paar Tage brauchen, um an die größeren Schiffe ranzukommen. Das ist ganz normal. Was ich auch immer ganz schön fand, war Passagiertransport. Subsurface. Bin ich mir auf der falschen Seite? Ne, ist doch blau. Was ist denn dein scheiß Problem? Mann, die ist auf der anderen Seite. Oh, 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 oh. Fast gegengeflogen. Aber nur fast. Sind noch Collector Limpets draußen? Programming Limpet Drone. Programming Limpet Drone. Das ist mein Limpet Prospector, den brauche ich nicht anschießen. Da ist noch was. Drei Mille und das neue Schiff. Und die T6, ne? Ja. Da, wenn du auf Handel gehst, ist die T6 für den Anfang echt gut. Für Cargo und für Mining ist sie eigentlich auch ganz gut. Also für Teile von Mining. Wie gesagt, du wirst es nie schaffen, dann alles zu verbauen, aber um da erstmal so ein Gefühl für zu kriegen, kann man das Schiff auch entsprechend ausrüsten. Aber ich freue mich, dass es dich ja dann scheinbar bei Laune hält. 9.30 Uhr jetzt nicht so ein riesen Zeitraum bis jetzt.
Oh, da haben wir verkackt. Aber finde ich super. Was passiert? Ist abgeprallt? Na, der Ulle hat es, glaube ich, jetzt auch angefangen. Und letztens hatten wir auch einen neuen Spieler, aber der war über PlayStation dran. Am Game. Ist jetzt schon wieder die Raffinerie voll? Scheint so. Ne, ist ja empty hier, also müsste sie eigentlich arbeiten können. Mann, ey. Maxi und ich haben alle Schiffe. So eine Quatschköppe. Silent hat recht. Das stimmt doch gar nicht. Das ist der Prospektor, aber da ist doch noch was drunter. Unter dem Prospektor. Da ist auch noch Uranit. Na dann, ran mit dem Mining Laser. So eine Quatschköpfe. Landen dauert bei mir immer ewig. 10 Sekunden. Und das geht doch. 10 Sekunden mit Schlitz finden, Landepad finden und runter und Füßchen raus. Ist doch super. Geht. Morgen ist Twitch Bachelorette. Vielleicht macht da ja ein Boy für dich mit. Ein Boy. Echt? Ist morgen so Event oder was? Musste mir mal, obwohl das wird wahrscheinlich auf der Twitch-Seite dann entsprechend groß promotet werden. Twitch Sings, ja. Ich werde auf jeden Fall mal vorbeischauen. Heute ist auch Bachelor. RTL oder wie? Gewiss, und heute ist Bachelor. Oh mein Gott. Asteroid depleted. Twitch Things für Herrn Tarnes. Wenn du das spielst, schenke ich es dir. Es ist kostenlos. Das Spiel ist kostenlos, Herr Sparrow. Glaube ich zumindest. Und ich kann nicht singen. Ich habe letztens dem Wupperwiesel zugehört und das war so schrecklich. Das weiß er, glaube ich, selber, aber das war echt nicht schön. Da haben sich einem die Fußnägel hochgerollt. Du kannst es ja auch einfach so spielen. Nein. Heute 23 Uhr. Nee, heute 23 Uhr spiele ich vielleicht noch ein bisschen Car Mechanic Simulator oder House Flipper. Oder What Happened to Ethan... Finch? Nee. Das war was anderes, glaube ich. Dieses Spiel, wo ich gestern den Clip geteilt hatte, wo sich der arme Fischkopf so erschrocken hat. Das ist übrigens nichts für mich. Auch wenn es manche Leute anders sehen. Aber das ist nicht gut. Car Mechanic, why? Na, weil ich doch so viel Ahnung von Autos habe. Deswegen.
Cargo scoop retracted. Läuft denn hier schon wieder für Flötenmucke? Europa Universalis. Warum? Ich möchte das nicht. Ich will Space-Musik haben. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Das hier war der, oder? Ich habe früher mal EVE Online gezockt. Von daher mag ich solche Games. EVE Online hat der Sparrow auch gespielt. Und das ist natürlich schon mal noch eine ganz andere Gewichtsklasse, würde ich sagen. Also von der Komplexität und von der Aufmachung her. Hat sich da eigentlich... Oh, habe ich den Limpet... habe ich den Prospector zu weit geschossen? Sieht so aus, oder? Hat sich da eigentlich grundlegend was geändert an dem Spiel? Oder ist das seit Anbeginn sehr, sehr gleich? Nur noch mal eine Limpet raus. Ey, Smash Brother, grüß dich. Oh, Smashy, glaube ich. Mal ein bisschen zurückfliegen. Welche Group und welche Region? So, das ist wieder was für einen Bohrer. Was haben wir hier? Auch was für einen Bohrer. Ja, Entschuldigung. Habe ich vergessen, die Klappe aufzumachen. Moin, moin auf jeden Fall. Ey, Scratch! Scratchy! Die Kampfsau von EDS. Wo ich gerade EDS sage, ich habe gar nicht das EDS-Logo eingeblendet. Und ich streame erst 1 Stunde 42. Wieso sagt mir das niemand? Soll ich mal anmachen, ne? Wo ist denn das hier unter Graphics, glaube ich? Da sehe ich den Scratch und denke an das Logo. Besser spät als nie, ne? Los, Rinder! Sehr gut. Jetzt kommt natürlich das Blaue. Da, wo man es nicht gebrauchen kann. Kommt da hinten nochmal blau? Sieht nicht so aus. Braucht blau, 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 blau. Oh, nee. Das war völlig verkackt. Was denn jetzt los? Es explodiert. Incoming Mission Critical Message. Ich möchte keine Aufträge annehmen. Lasst mich doch mal in Ruhe. Damit ich dich bei Franco verpetzen kann. Petze doch. Petze doch. Mach doch, mach doch. Du fragst mich Sachen. Ist schon 10 Jahre her jetzt, Sparrow. Wann ist EVE Online rausgekommen? Vor wie vielen Jahren? Wann war der Release? Ich weiß, dass ich es einmal versucht habe, anfangen zu spielen. Aber ich bin schon am Tutorial gescheitert. Wie wär's mal nochmal mit bisschen Blau? Ja, danke. Können wir nochmal? Sieht gut aus. Oh, ich hab's verpasst. Okay, es ist alle. Gut, Mining Laser. Und dann Prospector. Und Born. 2030 ist, glaube ich, rausgekommen. Boah, ist das lange her. 2004 oder so. Nee, es gibt kein Spiel, was damit vergleichbar ist. Danke für den Host. Und hallo Night Dragon, grüß dich. Und hallo Kartoffel, guten Tag. Warte mal, da ist doch noch was.
Sag mal. Nochmal? Cool. Nochmal? Perfekt. Collector limit expired. Nee, nee, sammel weiter. Jetzt aber, jetzt müsste Schluss sein. Oder? Ja. Okay, hätte ich vielleicht mal eine Sekunde noch warten sollen. Programming limit drone. Programming limit drone. Oh, wie geht's dir, Thanos? Hab dich lange nicht mehr gesehen. Gut geht's soweit. Ostern, langes Wochenende. Morgen noch freigenommen und am Donnerstag hatte ich auch schon frei. Viel spielen, viel Sonne, nette Leute treffen. Das Leben ist gut zu mir. Ich hoffe, dir geht's auch gut soweit. Elite ist halt ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber ab und zu streame ich und spiele ich es dann doch noch. EVE Online ist ja eigentlich eine Diplomarbeit über Wirtschaftssysteme. Das ist schon krass, oder? Das ist schon heftig. Wie gesagt, das war mir nie was. Das war zu viel. Hatte gerade für ein paar Stunden den Stream an. Lief gut. Ah, Mann, ey. Habe ich gar nicht dran gedacht. Aber qualitativ alles super. Und das kann man das sehen unter Fresh Potato dann? Hast du das eingestellt, dass er die Streams speichert? Und falls nicht, mach das bitte für die Zukunft. Und Thanos, was ist die Meinung und Erwartung zum nächsten Patch? Night Dragon, da müsste ich erstmal wissen, was da alles drin ist. Das Einzige, was mir im Kopf ist, ist, dass es einen Landecomputer 2.0 gibt, der nicht nur rein, sondern auch dich rausfliegt. Was mich faules Schwein natürlich noch fauler macht. Suche doch leeren Opale und Niedertemperaturen-Diamanten. Ja, aber wie soll ich die finden? Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Sirius, der Fresh Potato, kennt sich mit dem Mining-System nochmal um Lichtjahre mehr aus als ich. Wo kann ich das einstellen? Im Dashboard oder unter den Einstellungen für Twitch kannst du einstellen, dass der deine Streams nachhalten soll für 15 Tage, ist das, glaube ich, momentan. Und dann kann man sich das nochmal als VOD anschauen. Wenn wir schon dabei sind, Werbung zu machen, folgt mir auf Instagram. Ich habe neue, tolle Fortnite-Clips. Ah, schön. Ja, folgt dem Max auf Instagram. Lohnt sich auf jeden Fall. Ab und zu tanzen da auch mal so ein paar Babes rum. Habe ich gehört. Jetzt streng deine Augen an und lies den Chat nochmal ordentlich. Fortnite-Clips, na was denn? War doch richtig, neue. 9. Oh mein Gott, 9 neue. Das ist doch so. Warum 9? Warum gerade 9? Schreibt einfach neue. Mann, ey, ja kaum will man was fragen, gehen die Kaffee trinken. Bin Kaffee trinken, bis dann. Jo, bis dann. Kartoffel. Bis später. Ja, schlimm sowas. Landing Gear brauche ich ja nicht. Ich bräuchte mal noch mal zum Abbauen. Ah. Was ist denn in den Updates Markantes drin? Kannst du mich da mal aufklären, Night Dragon? Es gibt auch einen Cruise Computer. Was ist denn der Cruise Computer? Erkläre mir das mal bitte. Macht er jetzt alles für mich? Ich kann sozusagen nebenbei in der Küche stehen und Kartoffelsuppe kochen und der Elite-Client, ja, das Spiel spielt sich sozusagen selber. Landing hier mal rausgemacht. Nee. Das ist doch wieder Oberfläche. Oberfläche, ne? Ja. Haben wir noch was hier? Ne, das war's schon. Ich glaube, das war's. Hallo? Prospector. Ach, der hier. Jetzt
Kaffee mit 16, der springt gleich durch die Wohnung. Ja, glaube ich allerdings auch. Handelsmenü wurde auch überarbeitet. Okay. Warenmarkt, meinst du? Da, wo man die Warenübersicht hat? Okay. Wann kommt es morgen? Bin ich ja mal gespannt. Die macht er, aber du kannst ja keine Kartoffelsuppe kochen. Na klar kann ich Kartoffelsuppe kochen. Ich kann richtig gut kochen. Er macht wohl recht vieles automatisch. Was Nettes für uns Trader. Der geht beim Planeten sogar in den Standardorbit. Hannes, jetzt hör doch endlich auf zu lügen. Cool. Ich lüge nicht. Am liebsten koche ich aber Kürbissuppe. Die ist richtig lecker. Mit Kokosmilch. Und davor Zwiebeln, Kartoffeln, Möhren, Kürbis. Hab eigentlich alles da. Könnte ich eigentlich einfach mal... Könnte ich eigentlich heute eine kochen. Ich glaube, ich koche nachher eine Sommerkürbissuppe. Kürbis mit Ö, genau. Loops of Shame werden mit dem wohl künftigen vermieden. Ah, okay. Das ist natürlich super für mich. Sie können nur Granatäpfel schälen. Ja, das kann ich auch. Granatäpfel. Granatäpfel schälen kann ich richtig gut. Haben wir nur zwei Sammler draußen? Programming Limpet Drone. Das ist noch so viel Zeug da. Schicken wir mal noch zwei raus. Programming Limpet Drone. Zu viert geht das doppelt so schnell wie zu zweit. Gut, dass sie die ganzen Herausforderungen aus dem Spiel herauspatchen. Dann kommt nicht so viel Frust auf, falls es mal nicht klappt. So ein aufladender Antrieb oder ein Loop of Shame können schon nerven. Wie salzig das Barrow schon wieder ist, nur weil es um Elite geht. Das ärgert mich. Diese richtig fiese, spitze Zunge, die er nicht mal benutzt gerade. Er benutzt ja seine Finger. 24 Stunden. 24 Stunden Scratch. Nicht schlecht. Problem ist, dass das sehr schwer zu erkennen ist, was der Sparrow ernst meint und was er vielleicht ironisch meint. Zumindest wenn man ihn nicht vor sich hat. Also wenn man ihn vor sich hat, kriegt man das schon ganz gut mit. Aber so virtuell ist das dann schwieriger. Inwieweit der aber wie viel macht, weiß ich selber noch nicht. Tarnis wäre ja interessant, wenn der auch längere Routen mindestens zwei Jumps automatisch schlägt. Aber da muss der halt wirklich nichts mehr machen in dem Spiel. Selber um den Planeten fliegt, auftankt und weiterfliegt. Dann ist ja dieses Exploren auch ein bisschen seltsam. Oder? Elite schafft sich selber ab. Da ist doch noch was dahinter, oder? Jetzt erstmal auf den. Ich als Elite-Profi kann Sparrow da nur zustimmen. Oh Mann. Ich mag Elite halt. Das ist das Spiel, mit dem ich berühmt geworden bin, sozusagen. Programming Limit Drone. Da oben ist noch einer. Oben rechts. Prospector Limpet engaged. Asteroid scan complete. Cargo scoop deployed. Mal ein Annelörgler, er braucht den ja nicht einbauen. Jedenfalls gibt's
je nach Schiff 1-2 Slots mehr, also hört auch zu meckern. Ja, ich habe einige salzige Leute, die halt Elite nicht mögen, weil sie es mega langweilig finden. Und ja, das muss man akzeptieren, aber genauso sollte man auch akzeptieren, dass Leute dieses langweilige Spiel spielen. Und tun sie ja eigentlich auch. Auch wenn sie es belächeln. So, endlich an einer Station mit Ausrüstung. Sehr gut. Und dann musst du mal schauen. Du brauchst diesen Pulsscanner. Und du sollst dir vielleicht den Oberflächenabrisslaser und die Mine. Also diesen Bohrer. Bohrerrakete oder wie auch immer die heißen. Und den normalen Mining Laser vielleicht auch noch mit einbauen. So, ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 2 Stunden fast. Ich werde so gegen 16 Uhr erstmal eine Pause machen. Wie man sofort merkt, wenn nicht alle Energie auf den Waffen ist. Und dann später vielleicht nochmal mit einem anderen Spiel online kommen. Leider konnten wir heute keinen Asteroiden sprengen. Hätte ich euch gerne mal gezeigt, wie toll das aussieht. Aber... Asteroid depleted. Boah, heute leider nicht drin. Der war doch hier relativ nah, oder? Dann diese Subsurface Rockets, ich weiß nicht, wie die heißen. Also da ist es eigentlich das häufigste ist, dass das in dem Asteroid drin ist und man das irgendwie so versucht rauszusprengen. Warte, bei mir heißen die DISP Missile. Ach du Scheiße, mein Cargo ist voll. Na, ist doch perfekt. Um den Stream dann zu beenden. Dann schmeißen wir mal ein paar Limpet Drones raus. Hätte ich vielleicht nicht ganz so viel mitnehmen sollen. So, haben wir mal rausgeschmissen. Dann kann der hier noch sammeln. Vielen Dank für den Follow, Scratch. Many thanks. Elite und langweilig? Naja, es ist, glaube ich, Ansichtssache. Ich kann schon verstehen, dass einige Leute sagen, boah, ich habe jetzt alles gesehen, kommt da noch was? Aber mir reicht ehrlich gesagt das, was das Spiel bietet, um es ab und zu noch anzuschalten. Limpet Canister. Add to the Ignore List. Ach, kann man auf eine Ignorieren Liste, dann sammeln die das nicht ein. Sammelt ihr die jetzt alle wieder ein? Nee, ne? So. Cargo Scoop retracted. Dann machen wir uns mal auf den Weg nach draußen, außerhalb des Asteroidenfelds. Und fliegen zurück nach Jameson. Memorial. Plot Route. Energie auf die Antriebe. Noch so eine Masse gelockt. Schönen Urlaub, vielleicht bis später mal. Bis später, bestimmt irgendwie, irgendwann, irgendwo. Wie gesagt, danke nochmal für den Follow. Und genau, Dienstag habe ich noch frei, dann 3 Tage arbeiten, dann habe ich wieder 7 Tage frei. Freue ich mich schon sehr. Also wie gesagt, diese Deep Dispense Missile oder so. Ich kann ja mal an das, wie heißt denn das hier? Subsurface. Ach, Subsurface Displacement Missile. Die seismischen Launcher brauchst du erstmal nicht, aber es ist die Frage, ob du einen 2er Aufhängung hast in deinem Schiff. Wahrscheinlich passt die gar nicht rein. Collector Limpets brauchst du.
Sammeldrohnen, Prospector-Drohne brauchst du und den Pulse-Wave-Scanner. Und den Mining-Laser solltest du eventuell auch mit reinpacken. Cannot comply. Wieso? Ach, die Hardpoints sind noch draußen. Entschuldigung. Frameshift Drive charging. Schon wieder der Hydrobot. Dachte, der wäre schon längst aus der Schleuse geworfen worden. Nee, jede volle Stunde. Jetzt haben wir gerade die 2 Stunden erreicht. Erinnert er einen daran, dass man bitte was trinken soll? Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Erinnert mich halt dran, was zu trinken. Krass, wie jetzt 20 Leute da sind. Ich mache gerade Feierabend und es sind 20 Leute da. Mann, es tut mir leid. Ich könnte noch eine Stunde ranhängen, aber ich glaube, ich will erstmal was essen. Oh, lenken wäre auch nicht schlecht. Der Kuchen und die 20.000 Liter Sprühsahne halten halt nicht so lange vor. Bier. Es gibt kein Bier. Ich habe meine Drohnensteuerung, eine Sucherdrohne und Erzdrohne, Raffinerie und Oberflächenkratzer. Okay. Dann kannst du die Oberflächenablagerung abkratzen. Mit dem normalen Mining Laser schießt du dann den Asteroid an, damit da auch noch was rausfällt. Und ganz wichtig, du hast die Raffinerie eingepackt. Die macht nämlich aus diesen Erz- oder Gesteinsbröckchen raffineriert die dann das jeweilige Metall oder Material raus. Genau. Und dann probier dich da mal ein bisschen mit aus. Wie gesagt, der normale Mining Laser zieht von dem Asteroiden ein paar Sachen raus. Oberflächenablagerung mit dem Oberflächenabkratzer. Dann gibt es nochmal tiefer liegende Rohstoffe. Da kommst du noch ran, wenn du so eine Rakete da ran schießt und den Knopf gedrückt hältst. Und wenn das Blaue dann mit der Linie übereinstimmt und oben auch noch orange ist, kriegst du was raus. Und dann gibt es diese seismischen Ladung, um an den Weakpoints eines Asteroiden die anzubringen und den auseinander zu sprengen. Muss heute noch vernünftiges Schiff meinen. Da ist die Frage, ob das Mining dann wirklich so viel Geld bringt oder ob man dann lieber wieder auf Waren geht. Musst du rumprobieren. Ich verkaufe jetzt gleich mal und guck mal, wie viel ich dann am Ende habe. Aber ich guck vorher nochmal, ob es vielleicht Missionen gibt, die meine Rohstoffe haben wollen. Meine Erze. Ja, und dann, wie gesagt, gebe ich gleich erstmal wieder ab. Entweder an Enno, falls der streamt, oder an den Benny, falls der streamt. Der hatte zumindest vorhin Anno 1800 gespielt. Und dann gucke ich mal, ob ich heute vielleicht später nochmal wiederkomme oder nicht. Vielleicht machen wir heute einen Late-Night-Stream, da ich ja morgen frei habe. Wäre eigentlich eine ideale Möglichkeit, heute vielleicht so um 21, 22 Uhr nochmal 2-3 Stunden irgendwas zu spielen. Zur Not kaufe ich mir ein Kampfschiff und mache Battle Royale draus. Sehr gut. Kämpfen gehen ist eigentlich auch eine gute Sache, um ein bisschen an Kohle zu kommen. Wenn du Horizon hast, kannst du sogar bei einem Spieler, der ein größeres Schiff hat, einfach mit reingehen und dann als Fighter rumfliegen. Oder man geht halt im Flottenverband mit bis zu 3 anderen Spielern, also zu 4, los und kämpft sich so ein bisschen durch die Gegend. Das ist eigentlich auch ganz schön. Brauchst 20 Mille. Na dann, auf geht's. Wie schaut's von Dienstag auf Mittwoch aus? Da kann ich nicht. Mittwoch muss ich arbeiten. Und Mittwochabend geht's ins Kino. Da gucken wir dann Endgame an. Da kann ich dann eventuell auch nicht. Mal gucken. Aber Dienstag auf Mittwoch geht nicht, weil ich Mittwoch um 5.30 Uhr aufstehe. Wieso, was hast du da vor, Night Dragon? Braucht ja nur 20 Mille. Ja, die sind schnell geholt. Ich kann ja nochmal kurz gucken, ob wir hier eine Mission haben, die ich annehmen kann, die wir dann zusammen machen, schnell. Und dann kriegst du deine 20 Mille vielleicht früher. Wobei, du kannst wahrscheinlich nicht so weit fliegen. Landing Gear deployed. So.
Ach, kommt schon der neue Avengers? Ja, am Mittwoch. Am Mittwoch, Sparrow. So, jetzt gucken wir erstmal in das Mission Board, ob jemand Rohstoffe haben will von mir. Tanis, der Gedanke war mit deinem Stream zum neuen Patch morgen. Ach so. Nee, das kriege ich zeitlich nicht hin, aber der Franco wird doch bestimmt morgen zum neuen Patch einen Stream machen, oder? Schätze ich mal. So, da. Mining. Wie viel wollen die? 212. Okay, Phrase-Dings, da habe ich sowieso nicht. Doch, habe ich. Aber ich habe nur 11 und die wollen 212. Okay, kann ich mal vergessen. Methanol habe ich nicht. Methanol habe ich nicht. Samarium, 272 Einheiten habe ich davon auch nicht. Kannst vergessen. Kannst du vergessen. Gruppenmission. Okay. Haben wir schon mal nicht. Was ist das denn? Disable the Megaship Turrets. Was ist das denn? Das sehe ich das erste Mal. Was ist das für ein Missionstyp? Greift man da ein Megaschiff an und muss die Turrets kaputt schießen? Lol. This is new. Bin ja mal gespannt, ob sie die Eier haben, das nicht komplett neu zu setzen. Was da vorher passiert ist. Ob sie die Eier haben? Wie schreibst du denn, Sparrow? Auch wenn Ostern ist. Was denn los? Was ist denn los mit dir? Alles gut, werde ich schon so... Davon gehe ich mal aus, Sirius. Braucht halt nur Zeit. Und davon ist ja ein bisschen was da, hoffe ich mal. Schon wieder Disable the Megaship Turrets. So. Ja, okay, das sind alles so Gruppenmissionen. Da wollen die ganz viel haben. Hier gibt es eine für 13 Millionen. Warenlieferung. Lithium? Nee, ne? Nee. Kann man natürlich auch vorher machen, dass man halt so eine Rohstoffmission, Mining-Mission annimmt und dann losgeht und das jeweilige Material sucht. So, dann wird verkauft. Guck mal kurz in meinen Handelsdings. Ich habe den Market Connector an, der müsste es eigentlich aufzeichnen. Oder? So, wir haben momentan 1,7 Milliarden, 12 Millionen. 1,712. Bitte keine Spoiler zu Marvel. Nein, nein, alles gut. Ja, wenn alle Turrets weg sind, dann haut das Megaschiff ab. Ah, ich habe so eine Mission noch nicht gemacht, Leolf. Muss ich demnächst mir mal anschauen, glaube ich. Das klingt spannend. Es geht um Storytelling, da mache ich keine Gefangenen. Ja, du bist in manchen Hinsichten ein bisschen rau. Aber das ist okay. Gandalf stirbt. Ein bisschen mehr Sandpapier als ich. So. 4. Das wird jetzt nicht so viel geben. Also 40.000 Credits. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. 45 sind 95.000 Credits. Hallo. Und 80.000 sind... Und 180.000? 180 plus 70 sind 250.000. Das sehen wir mal nicht. Das war ja nix.
375, 200, 385. Oh, das gibt gar nichts. 395, 400. Okay, also gut 400.000 habe ich jetzt gemacht. Das ist okay. Ist jetzt für 2 Stunden nicht die Welt. Da machst du mit anderen Missionen mehr oder bist dabei, schneller Kohle zu machen. Aber ein bisschen was bringt's schon. Du siehst ja dann, wenn du die Sachen raffineriert hast, wie viel das im galaktischen Durchschnitt an Geld gibt. Und dann könntest du ja theoretisch auch die Sachen, die jetzt nicht so viel wert sind, rausschmeißen. Ich empfehle Long-Range-Waffen und einen Kumpel, der deine Schilder heilt, wenn du diese Mission machst. Aha, okay, also nicht zu nah rangehen, weil das Megaschiff einen dann wahrscheinlich auseinandernimmt. Na denn, wenn hier eh gleich off ist, bin ich schon mal wieder weg. Siotanis. Tschüss, Night Dragon. Einen wunderschönen Abend. Nachmittag hier noch, es ist erst 16 Uhr. Und bis demnächst. Es gibt übrigens YouTube-Videos, die Endgame-Trailer auseinandernehmen, inklusive Analyse. Was davon digital ist und was nicht. Ja, das sind halt die Super-Nerds oder die Super-Fanboys oder Girls. Das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn die sich damit so befassen, so umfassend. Ich bin da eher sehr oberflächlich, was das angeht. Schnell zu begeistern und jetzt nicht so sehr auf die Details bedacht. Ja. Das Megaschiff ist auch selten alleine. Ach, da sind noch andere Schiffe bei. Noch Fighter draußen und so ein Kram. Krass. Der Silent, der muss jetzt gerade vor Freude vom Stuhl springen, weil er diesen Emote jetzt mal auslösen konnte. Naja, bei so viel lohnen sich dann eher Transportmissionen. Ja, ich weiß nicht, wie viel du bis dahin gemacht hast, aber wenn du sagst, 3 Millionen seit heute früh, dann lohnen die sich eher. Und es ist auch sinnvoll, sich eine Station rauszusuchen und für die zu fliegen, weil mit jedem Einfluss oder mit jedem Freundschaftsgrad mehr, den du mit denen hast, werden die Missionen auch lukrativer. Ja. Und das war jetzt nur random einfach mal ins Mining-Feld rein und gemeinert. Ich glaube, das wäre ich zu Delka 7 geflogen, hätte ich wahrscheinlich mehr gemacht, weil es da ja reiche Metallvorkommen gibt. Mit wem geht es denn in Endgame am Mittwoch? Na, mit Jermaine. Der hat gestern hat er geschrieben, dass er Tickets geholt hat und wir gehen dann am Mittwoch um 22.45 Uhr oder so, gehen wir ins Kino. Ja. Und dann bin ich irgendwann so um 2 oder 3 zu Hause. Ich weiß gar nicht, wie ich da nach Hause komme, weil die U2 fährt ja nur bis um 1. Mal schauen, wie ich das da mache, mit dem Nachtbus wahrscheinlich, mit dem N2 oder so. Der fährt dann bis Potsdamer Platz und von dort aus kann ich laufen. Dann müsste ich da vielleicht mein Fahrrad parken. Oder ich fahre mit dem Fahrrad zum Kino und dann mit dem Fahrrad auch zurück. Aber bis Schönhauser Allee ist ganz schön weit. Ob ich Mittwoch einfliege und da mit euch hingehe? Wenn du verrückt bist, kannst du das gerne tun. Aber dann müsstest du nochmal mit Jermaine Kontakt aufnehmen wegen der Tickets, weil ich nicht weiß, welche Reihe und welchen Platz wir sitzen. Und das würde dann sehr wahrscheinlich 22.45, halbe Stunde Pause, 23.30, 2,5 Stunden geht der Film bestimmt, dann bist du nicht vor 2 Uhr aus dem Kino. Ich würde es nicht machen, aber ich bin ja auch nicht wahnsinnig. So, meine Damen und Herren, es war mir mal wieder eine Freude, mit euch ein wenig durch Elite zu düsen. Es hat Spaß gemacht. 2 Stunden Mining, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wir sind bei 2,15 schon, ja, krass. Hat mir Spaß gemacht, mal wieder ein bisschen mit euch zu reden und nebenbei ein paar Steine kaputt zu schießen. Und wann wir uns wiedersehen, weiß ich noch nicht, ob es heute klappt oder morgen. Morgen auf jeden Fall. Morgen habe ich den ganzen Tag frei. Da werde ich wahrscheinlich einen Horizon Zero Dawn Stream mit reinhauen, weil ich am Samstag nicht kann. Wir gucken mal. Wir kicken mal. Silent, vielen Dank für deinen Host. Vielen lieben Dank. Danke fürs Streamen. Na, sehr gerne doch. Nachts allein auf der Straße Berlins. 3 Stunden.
Der geht 3 Stunden, der Film? Nee, hör auf. Echt? Okay, dann ist es vielleicht 2:30. Dann bin ich ja echt erst um 4 zu Hause. Kann ich ja wach bleiben und arbeiten gehen und danach schlafen. Ach du Scheiße. Danke für den Stream, war wieder ganz toll. Herr Scheiger, ich wünsche Ihnen was. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Ostermontag noch. Vielleicht gibt es spontan, wie gesagt, heute später am Abend noch einen Stream. Habe ich noch nicht entschieden, je nachdem wie fit oder müde ich dann bin. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, geht auch mal raus, genießt die Sonne. Irgendein Vogel hat mir gegen mein Fliegennetz geschissen. Na, vielen Dank auch. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, später oder morgen im Laufe des Tages. Wir kicken einfach mal. Pfui, pfui, Sonne. Tschüss, Silent. Mach's gut. Auf Wiedersehen, Shy Guy. Auf Wiedersehen vor allen Dingen. Auf Wiedersehen, Shy Guy. Auf Wiedersehen, Uke Finuke. Auf Wiedersehen, Leolf. Auf Wiedersehen, Maxuka. Auf Wiedersehen, Sparrow, Sirius. Wen haben wir denn noch? Komm, wenn wir jetzt schon anfangen, dann richtig gleich alle. Niesmuschel, Deathjack, Silent hatte ich gesagt. Thomas, Henrik, Kartoffel. Scratchy und das waren sie, glaube ich, alle. Smash Brother, auch dir noch einen wunderschönen Ostermontag und bis demnächst. Auf Wiedersehen.